Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie schnell und einfach ich hier mein Philips Kaffee Vollautomaten entkalke. Ich habe hier das Modell 2200, das ist diese Serie Latte-Go Prinzip. Ja, was müssen wir machen? Als allererstes mal eben die Kamera aufs Stativ stellen. Ja, und das Erste, was wir machen müssen, erst einmal den Wasserbehälter entleeren. Das nächste, was nun passieren wird, den Filter tauschen wir natürlich aus. Hier kommt ein neuer Filter nach der Reinigung hinein. In die Videobeschreibung unten setze ich euch mal einen Kauflink über Amazon, wo ihr solche Filter kaufen könnt. Das nächste, was jetzt passieren muss, ist die Abtropfschale einmal trocken machen. So, das reicht. Dann den Kaffeesatzbehälter. Wenn wir schon einmal dabei sind, können wir den auch entleeren. Etwas reinigen. Gut, jetzt brauchen wir ein Entkalkungsmittel. Philips schreibt natürlich vor, kauft ihr ein Philips-Produkt. Das mache ich nicht. Ich nutze dafür meine Zitronensäure. Das ist reine Zitronensäure und die muss ich jetzt anrühren. Und zwar mache ich das hier mit einem Messbecher. Ich gehe her und nutze von meiner Zitronensäure, auch die findet ihr unten in der Videobeschreibung, sollte es aber in jedem Drogeriemarkt geben, 2, 3, 4 Esslöffel Zitronensäure nutze ich für das Entkalken. Man könnte jetzt auch hergehen und diese Zitronensäure direkt hier in Pulverform reinbringen. Ich sehe halt hier immer nur das Problem, unten in diesem Werk kann eventuell noch ein bisschen Zitronensäure, die Körner davon stehen, die kriegt ihr nicht richtig vermischt. Bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Deswegen vermenge ich das hier erst in einem Messbecher. Und erst wenn sich hier alles komplett aufgelöst hat, gebe ich dieses Gebinde in die Frischwasserschale. Einmal hinein, so. Und jetzt fülle ich bis zur Markierung hier einmal auf. Wir haben ja zwei Markierungen und zwar die untere Markierung ist die Kalkmarkierung. Genau bis an diese Markierung heran. So. So, Kaffeesatzbehälter packe ich sicherheitshalber wieder hinein in das Gerät. Jetzt müssen wir das Gerät einmal einschalten. Jetzt startet dieses Gerät. Den können wir schon mal wieder einmal sauber machen in der Zeit, den Messbecher. So. Zack. Jetzt ist das Gerät hier hochgefahren. Alle vier Leuchten leuchten konstant. Jetzt müssen wir hergehen und eine etwas größere Schale unter dieses Gerät stellen. Den Latte-Go-Behälter, den nehme ich jetzt hier ab. Den brauchen wir nicht dafür. Jetzt habe ich hier einmal die Schale drunter gestellt, einmal unter Kaffee und einmal unter den Milchaufschäumer. Und jetzt gehen wir einfach her und drücken die Taste Kalk Clean 3 Sekunden lang. Zack. Und drücken jetzt auf Start. Und jetzt beginnt hier der Entkalkungsvorgang und zwar so lange, bis dieser Wasserbehälter komplett leer ist. Danach müssen wir den natürlich noch einmal spülen. Das zeige ich euch. Ich lasse das jetzt mal eben hier so ein bisschen im Zeitraffer durchlaufen. Ohne Schnitt in diesem Video. Es ist eigentlich ja komplett alleine macht das Gerät hier dieses Entkalkungsprogramm. Gut, ich lasse es mal jetzt im Zeitraffer durchlaufen.
Ja, ab und zu entleere ich die Schale, damit das Ganze hier nicht einfach überlaufen kann. Ja, und weiter geht's. Ja, und die Schüssel ist fast wieder voll. Dann ist die Schüssel jetzt wieder leer. Passt halt nur auf, dass ihr die auch unter diesen Milchaufschäumer drunter stellt. Ja, das alte Wasserfilter ist ja Schrott. Ja, weiter geht's. So, das war der erste Vorgang. Jetzt hat er hier die Anzeige, kein Wasser mehr vorhanden. Das heißt, wir gehen jetzt her, müssen die ganze Geschichte noch ein weiteres Mal komplett durchspülen. Hier, diesen Wasserbehälter, den müssen wir jetzt reinigen. Den müssen wir richtig reinigen, damit auch hier die Reste von Zitronensäure oder Philips Reiniger, was auch immer, hier komplett herauskommen. Den müssen wir jetzt mehrfach spülen. Hier den neuen Wasserfilter setzen wir natürlich noch nicht ein. So, ich fülle den jetzt auf, bis wieder zur Markierung Kalk. Nicht bis zur oberen Markierung, das ist hier in dem Fall die untere Markierung. So, und jetzt geht das ganze Schauspiel weiter. Wieso geht er jetzt hier nie rein? So. Und jetzt geht die ganze Geschichte weiter. Wir sind immer noch im Kalk-Clean-Prozess, haben jetzt wieder Wasser und jetzt wird das gesamte System einmal komplett durchgespült. Bisher hat es gedauert, so irgendwann um die 20 Minuten, würde ich jetzt mal schätzen. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Aber los geht's. Ja, auch hier ist irgendwann mal die Schale voll. Ich habe hier so einen Müsli-Pott genommen, aber halb so wild. Jetzt können wir das ja mal eben wegziehen. Wir haben ja unten unsere Abtropfschale und weiter geht's. Und jetzt sind wir hier eigentlich fertig geworden. Das Gerät selber fährt jetzt einmal ganz normal hoch. Der Spülvorgang selber ist hier auch abgeschlossen. Und wir warten, bis das Gerät komplett einsatzbereit ist. Ich lasse das hier auch bewusst ohne Schnitt in einem durchlaufen, damit ihr seht, wie einfach die ganze Geschichte hier ist. Und kommt nach hinne. Fertig. Das war's. Jetzt ist der gesamte Reinigungsprozess abgeschlossen. Wir müssen jetzt hergehen und, klar, Schale brauchen wir nicht mehr. Hier zeigt er uns jetzt natürlich an, dass hier noch der AquaClean-Filter nicht verbaut ist. Wir nehmen hier natürlich einen neuen. Ich spüle die ganze Geschichte hier noch einmal eben durch. Den neuen Filter auch soweit schon vorbereitet.
aber einmal das Ding hier durchspülen. So. Damit hier auch wirklich die letzten Reinigungsmöglichkeiten. Wo ist denn der neue Filter? Hier ist er. So, der alte Filter liegt ja da hinten. Das heißt, den habe ich schon in Wasser eingesetzt, eingeweicht. So. Und hinein. So. Und jetzt können wir hier diesen Filter befüllen und beziehungsweise den Pott hier fluten. Was ich auch jetzt mache, wenn ich hier einmal mit dem Entkalken so weit vorangegangen bin, die Brühgruppe, die nehme ich jetzt heraus, die wird jetzt einmal gereinigt und gefettet. Wie das funktioniert, das Video seht ihr jetzt im Abspann und oben in der Ecke ist das Ding auch noch einmal verlinkt. Ja, das war unser Video, wie schnell hier dieser Philips Kaffeevollautomat entkalkt wird. Das Ganze hat jetzt gedauert, das ist vielleicht 20-25 Minuten sein. Und jetzt kommt noch eben die Reinigung der Brühgruppe. Jo, das war's. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Und unten in die Videobeschreibung packe ich euch mal hier so ein bisschen Zitronensäure rein oder den Original Philips Reiniger. Und hier auch ein Link zu den, den AquaClean Behältern. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.